und Herren, schön, dass Sie da sind. Wir sind Genial daneben, freue mich sehr. Und freue mich auf eine angenehme Stunde, die wir zusammen verbringen werden. Herr Hoeker, alles Herr Balder. Da, alles vertreten. Ihr Tee ist auch da. Schmeckt ja eigentlich. Sagen Sie mal, was trinken Sie eigentlich? Es ist der grüne Tee, den ich bekomme und der mir jetzt, wo es immer kälter wird draußen, die Finger wärmt. Das ist doch dieser Bibelkreis hier, ne? Ja, das ist der Bibelkreis. Das ist ja, früher war es mal ein Strickkurs, jetzt ist Bibelkreis. Nicht? Herr Hoeker ist ja auch bibelfest. Er hat übrigens einen Hund, Herr Hoeker. Hat einen Hund jetzt einen neuen, deswegen ist er auch zerkratzt, hat er uns eben erzählt. Ja, aber genau. Er hat eine Beißhemmung. Er hat eine Beißhemmung. Ich nicht, genau. Der Hund. Der Hund hat mir die Beißhemmung antrainiert. Ja. Wie schön. Ja, wer hat denn noch einen Hund? Nee, Katze habe ich. Katze. Ah, sehr gut. So was brauchen wir zum Jagen, zum Üben. Ich wohne woanders. Du wohnst, es ist egal. Der Hund ist ein, wir wissen nicht, ob es ein Jagdhund und ist oder ein Hütehund. Unser Motto, übrigens, wir werden viel lösen, haben wir gesagt. Unser Motto ist Yes, we can. Wir werden heute richtig Gas geben. Alles. Alter. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Können gut, Sie. Fangen wir vorne an. Wollen wir machen? Jo. Ja. Bleiben wir in Köln, nähern wir uns redlich. Petra Böhm wohnt in Köln. Petra, ich begrüße Sie ganz herzlich. Dreimal Alaaf oder viermal? Oder ist ja wieder jetzt? Dreimal. Oder auch in unseren Kreisen Aloha. Aloha. Köln-Aloha. Alaaf ist übrigens ein ehemaliger, eine Veränderung des Wortes. Alaaf ist ein Trinkspruch. Das heißt, es lebe Köln. Das hat man damals gerufen. Da kommt Alaaf. Nein, Alaaf und Helau sind bis. I love you so much da. Sind kommt aus dem Englischen. Ist das die Frage jetzt? Nein, nee. Das sind bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte, ritualisierte Eselsschreie. Übrigens, wo wir gerade über Namen sprechen, wisst ihr, dass ich den alten Mann jetzt nicht mehr alter Mann nenne? Warum nicht? Warum ist er tot? Ich nenne ihn jetzt Mississippi. Nein! Ja, ich habe neulich einen Bericht gesehen über den Fluss Mississippi. Ja. Old Man River! Das ist ja völliger Quatsch. Old Man River ist Englisch und heißt Allemann rüber. Ja. Außerdem ist das ja nicht Mississippi, sondern Mr. Sippy. Mr. Sippy. Mr. Sippy. Ist ja der Nebenarm. Wo war ich stehen geblieben? Bei Petra, ne? Ja, Petra Böhm aus Köln. Petra Böhm aus Köln möchte wissen, was ist eine dressierte Hose? Oh. So, na los hier, ja, komm, lösen, lösen, lösen. Flughafen, Flughafen, Windhose. Bitte wen? Windhose, Flughafen. Bei Flughäfen, die in stark bebauten Gebieten, zum Beispiel in Hongkong, angelegt sind. Sehr gut. Der alte Flughafen von Hongkong, jetzt ist er ja ins Meer reingebaut. Früher waren Hochhäuser links und rechts, sodass der Wind immer in dieselbe Richtung gelenkt wurde und die Windhose auch immer nach Süd-Südwest zeigte. Weil der Wind aus gar keiner anderen Richtung kommen konnte. Da spricht der Fachmann von einer dressierten Hose. Ich hätte eine andere Idee. Bitte gerne. Ballett. Oh! Ja, es gibt ja nur Balletttänzer, die außer der einer sehr eng anliegenden Hose sonst nicht so viel tragen. Nimm schon mal Aufstellung. Ja? Und dann zeichnet sich natürlich da auch einiges ab. Und da die ja ziemlich da rumhampeln, spricht dann der Fachmann von der dressierten Hose. Welcher Fachmann ist das denn jetzt? Das ist der Fachmann für Ballett. Also ja, als, wie heißt der denn? Ballettmeister. Ballett, ja. Ballettfachmann. Ich bin bei Fernsehpreisverleihungen oder so wichtigen Events, wo ich den einladenden Preis ab. Genau. Nicht, alles nicht. Wo man ja einen Dresscode zu befolgen hat. Das heißt, wenn ich also wirklich den Smoking mit der schönen Hose trage, dann trage ich an dem Abend eine dressierte Hose dem Dresscode folgend. Ich glaube, eine dressierte Hose ist nicht nur dreckig und steht in der Ecke, die läuft auch selbstständig zur Waschmaschine. Warum heißt sie denn dann? Ach so. Ja, darauf muss man erstmal kommen, mein Lieber. Aber wenn man sowas hat, kann man im Zirkus. Also ich glaube, wir müssen mal überhaupt klären intern, was dressiertes überhaupt bedeutet. Das wäre eine gute Sache. Nicht der Hund, der die Beißhemmung antrainiert bekommt, oder dressiert dann. Das wäre eine gute Sache. Dressierbar im Sinne von Dressing zum Beispiel. Könnte eine gedresste Hose, also Dressing dressiert. Hosensalat. Das könnte was natürlich. Ja, Hosensalat sein oder es könnte irgendwas aus dem Bäckereifachwesen sein. Windbeutel. Eine Art Windbeutel, so eine Hose, dressierte Hose, da ist so ein bisschen Schlagsahne an der Seite drauf, Schokolädchen noch drauf. Kommt aus Österreich? Da spricht der Österreicher von der dressierten Hose, bitte. Ja, die dressierte Hose. Ich glaube, die dressierte Hose ist einfach nur schick gemacht. Also Dressing auf der Hose. Die hat einen schönen Streifen. Die hat vielleicht auch zwei schöne Streifen. Oder drei. Ja, vier fände ich auch sehr schön. Bei fünf ist schwierig, ist die sechs erste durch fünf teilbare Primzahl. Dann hätten wir bei der sechs aber zweimal drei. Was ist denn mit dem, es gibt doch den Spruch, einen auf dicke Hose machen. Wahrscheinlich gibt es so eine Macho-Schule und der Professor wird da irgendwie Dieter Bohlen sein, wo Leute einfach ausgebildet werden, um sich so ein bisschen flätig zu verhalten. Und dann sagt man eben, wenn man das gelernt hat, auf dicke Hose zu machen, spricht da auch wieder jemand von der dressierten Hose. Der hat also da gelernt. Das ist eine gelernte dressierte Hose. Was könnte denn dressiert bedeuten?
Also wir sind nicht beim Dressurreiten, wo das Pferd vielleicht mit beiden... Habe ich nicht gesagt. Ja, deswegen frage ich ja, wenn wir vielleicht beim Dressurreiten dennoch sein können. Frag doch mal, könnte, ob wir beim Dressurreiten sind. Sind wir beim Dressurreiten? Nein. So, dressiert könnte natürlich geführt von erstmal. Dressing, also mit angerichtet. To dress anrichten, also entweder Salat, das hatten wir ja schon, oder auch eine tressierte Hose, also dass aus dem T ein D wurde, dass zum Beispiel so eine Biese an der Hose ist. Eine Tressen, Biese? Das ist doch, beim Militär gibt es doch Tressen, oder? Keine Ahnung, ich war da so selten. Das war was anderes. Mähdressen, ja. Mähdrescher. Oh, jetzt bin ich zu weit geraten in diese Richtung. Scheiße, zu viele Lautverschiebungen gehabt. Ja, so ein Ding zu sparen, das nennt man Evolution. Ja. Wird denn Hose überhaupt H-O-S-E geschrieben oder ist es zum Beispiel... H-O-S-E. Aha. Nicht in der Börse. Wie ist das denn so mit einer Windhose? Das ist ja ein Wetterphänomen. Ah, ich meine jetzt aber die Windhose, die andere Windhose, die sich nebeneinander wirbelt, Reißverschluss in der Mitte, wenn man aussteigen will. Exakt. Und vielleicht ist eine dressierte Hose, spricht der Meteorologe davon, wenn eine dressierte Hose einen bestimmten Weg entlang geht, von dem man weiß, wo er lang geht, weil sie zum Beispiel, die hat sich verlaufen im Grand Canyon und kommt da nicht hoch. Die Windhose. Ja, und deshalb läuft die immer schön ins Wasser. Aber wir waren ja heute schon bei Windhosen. Ja? Es hat denn nichts mit Meteorologie zu tun. Überhaupt nicht. Ist eine Hose vielleicht dennoch, könnte ja doch ein Tier sein, ja, eine Taube oder ein Kaninchen? Ja, genau, Bayern. Adressierte Hose. Hose. Ah. Dies ist auch Hose, ja? Ja, das ist auch Hose. Ach so. Dann habe ich dressiert. Ich glaub, wenn das Sport richtig ist, dann fresse ich einen Besen. Ja, nee. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir im Windkanal sind. Wir sind in der Automobilforschung und eine dressierte Hose ist einfach ein simulierter Wirbelsturm, um zu sehen, ob die Außenspiegel auch im Windkanal eine gute Figur abgeben. Die Außenspiegel eine gute Figur abgeben. Zum Beispiel. Ich bin beim Sport. Das muss irgendwas mit Sport zu tun haben. Ich bin ja bei sowas gerne beim Segelsport. Zu Hause vielleicht ist eine dressierte Hose ein gewisses Segel, was wie so ein Spinnaker vorne noch vor die anderen Segel gesetzt wird. Und dann, da das eben besonders gelenkt werden kann oder gezurrt werden kann, spricht man von einer dressierten Hose. Kann ich so nicht gelten lassen. Wie wäre es denn? Anders aber auch nicht. Anders aber auch nicht. Anders auch nicht. Wie wäre es denn, wenn die Hose wirklich das Kleidungsstück Hose ist und diese Hose ist eben aus einem knitterfreien Stoff hergestellt. Ach, die das heißt, diese Hose ist dressiert, auch nach dem Waschen direkt glatt von der Leine zu kommen. Also der so wie früher die Nailtest-Hemden. Ja, genau. Oder ist das ein Der Wäschefabrikant spricht von einer dressierten Hose. Nein, der nicht. Der Schneider denn? Ist das der Schneider, ja. Der Schneider spricht von einer dressierten Hose. Ja. Ist vielleicht eine dressierte Hose eine Maßanfertigung, die auf eine bestimmte Person passt, im Gegensatz zu der undressierten Hose, die jeder tragen kann. Oder ist eine dressierte Hose eine Hose, die zu einer Uniform gehört? Das stimmt auch. Was? Und nein, was hört das sagen? Ja. Moment, jetzt komme ich nicht mal mit. Stimmt das beides? Nein. Ach so. Ach nicht. Das nicht. Das stimmt nicht, aber das stimmt. Also soweit ja. Maßanfertigung, Schneider ist schon mal gut. Jetzt will ich nur noch wissen, was eine dressierte Hose ist. Das ist eine Hose, die einen Gummieinsatz drin hat. Wo? Am Bund sein, irgendwo an der Seite, wie so ein kleiner Gummikeil, die mit einem mitwächst. Das heißt, wenn Kollege Kalmund jetzt 16 Kilo abnimmt, dann wird die mit ihm ein wenig schmaler in der Taille oder könnte sie noch aussehen. Und der Rest sieht aus wie Obelix. Oder für eine dressierte Hose. Auch dass Muskelbewegungen mitgehen oder so etwas. Also, dass man anatomische Besonderheiten auf die Rücksicht nimmt beim Hosen, bei der Hosenanfertigung. Wo gibt's die? Dressierte Hose. Herr Balder, jetzt fällt es Ihnen echt schwer, Nein zu sagen, ne? So kann ich es nicht gelten lassen. Ja, aber bei Gummikeil wurden Sie zutraulich? Überhaupt nicht. Also es gibt ja diese Autofahrerhosen, die werden ja immer in der ADAC-Motorwelt beworben. Die kann man dann an der Seite so aufklappen, wenn man sich ins Auto setzt, damit der Bauch nicht so eingeschnürt wird. Und man noch ehrlich? Das gibt es? So was gibt's? Steht gleich nach den Heimsaunen und FKK-Urlauben. Und mit diesen Absätzen in 3 Sekunden 80 Meter größer. Ja, genau. Ja, gibt's sie? Das stimmt aber gar nicht, es dauert 4. Aber es hat auch nichts mit dem Saum zu tun, dass man den Saum lange Jahre rauslassen kann? Also ich werde euch mal die Auflösung sagen und dann entscheidet ihr das mal. Dann entscheiden wir, ob wir gewonnen haben oder nicht. Also, dressieren kommt aus dem Französischen, aus dem von Wort dresser und heißt wörtlich übersetzt formen, in Form bringen. Der Herrenschneider spricht von dressierten Hosen, wenn eine maßgeschneiderte Hose durch eine spezielle Bügeltechnik so geformt wird, dass sich der Stoff perfekt an die Rundungen des Trägers anpasst. Ja, wir haben aber nicht Bügeltechnik. Habt ihr nicht gesagt, deswegen wäre ich dafür, dass Petra... Ja, ihr auch? Wir sind dafür, dass Sie... Also, Petra Böhm aus Köln, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir werden ja überall gesehen, sogar in Gambia. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sogar in Gambia. In Gambia gibt's... In Gambia. Hauptstadt? Bakau. Hauptstadt? Nein, aber steht hier. Praia. Bitte? Ich glaube...
Ja, was? Warte, ich hab's gleich. Das ja, war die Hose von Prada. Nein, Banju. Das ist wer? Banju. Ach, daher ist das Banju-Springen. Ja, weil ich merke mir das so, Gambas werden abgehackt, fliegen hoch und bleiben an einem Bungee-Seil hängen. Gam. Ich sag nichts mehr. Er hat die Therapie abgebrochen, meine Damen und Herren. Ich kann nichts dafür. Liegt übrigens in Senegal drin, Hauptstadt Dakar. Ja, natürlich. Also Werner Alerz wohnt in Bakau. Das liegt in Gambia. Ja. Und Werner möchte Folgendes wissen. Warum steht in Gambia immer am letzten Samstag, jedes Monats, immer am letzten Samstag jedes Monats, das gesamte öffentliche Leben für 4 Stunden still? Weil da eine Fernsehübertragung ist. Kleine Info, in diesen 4 Stunden herrscht Fahrverbot für alle Autos im Land. Geschäfte, Märkte sind geschlossen. Es finden keinerlei Veranstaltungen zwischen 9 und 13 Uhr statt. Und das an jedem letzten Samstag im Monat. Warum? In ganz Gambia. Sport oder Religion? In ganz Gambia. Oder Politik. Oder also, und es ist eine Fernsehübertragung, eine Sportübertragung. Nur ich wundere mich, dass es ein Verbot ist. Also es gibt ein Fahrverbot. Ja, ja natürlich. Weil wenn dann die eigene Mannschaft gewinnt, dann sind alle so hysterisch auf der Straße, dass es zu Unfällen kommen könnte. Also es geht um eine Übertragung, eine Live-Übertragung im Fernsehen. Es ist nicht nur Fahrverbot. Das gesamte öffentliche Leben steht still. Alles hat geschlossen. Also, alle Geschäfte. Es geht nicht um eine Fernsehübertragung. Gambia ist ja nicht ein um sehr schmales Land. Das ist im Wesentlichen nur ein Fluss und links und rechts so ein bisschen Ufer. Ist auch ein kleines Land. Links und rechts ein bisschen Ufer. Ja, genau. Mensch, vielleicht ist einmal in der Woche der Fluss, vielleicht tritt er über die Ufer. So, das ist und zwar an jedem letzten Samstag im Monat. Genau, der wird aufgestaut, ja, der wird aufgestaut und am 30. wird einmal das Wasser losgelassen, dann gibt es das Land für kurze Zeit gar nicht mehr. Das ist dann nur eine Wasserfläche. So, und dann müssen alle Leute die Luft anhalten und dann sinkt der Wasserspiegel wieder und das Leben geht weiter. Ich glaube, das hat was mit Religion zu tun. Ich glaube, dass da eine besondere Art von Gottesdienst oder irgendein Treffen ist und die wollen eben verhindern, dass Leute durch andere Sachen abgelenkt werden und dass man auch keine Ausrede hat. Sagt, naja, ich konnte nicht kommen, weil ich muss noch arbeiten oder ich muss noch in die Kneipe oder einkaufen. Es gibt ja keine Ausrede, weil alles stillsteht. Also musst du in den Gottesdienst gehen und deswegen wird das gemacht von 9 bis 13 Uhr. Hat vielleicht was mit einer militärischen Übung zu tun? Machen die an jedem letzten Samstag im Monat fliegen die oder bumm, 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 oder irgendein Alarm. Weil Afrika ist doch gerne schon mal Kriegsgebiet. Also hat es was mit einer militärischen Übung zu tun? Nee. Nein. Die haben einen König, oder? Ja, genau. Ich glaube, es hat was Politisches. Dass der König so eine Art Audienz dann macht oder eine Radioansprache, der man beiwohnen muss. Oder der spielt seine Lieblingslieder vor. Also 4 Stunden jeden. Ja, weil der feiert halt gerne. Wir nähern uns ja erstmal nur der richtigen Antwort. Also ich hatte auch sowas Politisches. Der feiert total gerne Geburtstag. Wer? Der König. Der findet das aber total dumm. Keine Ahnung. Komischer Name für den König. Ja, der wechselt ja schneller als die Hauptstadt. Deshalb. Natürlich. Und deshalb, der findet das total doof, nur einmal im Jahr. Und dachte, ey, ich lasse mir einfach jeden Monat was schenken. Und weil aber jeden Monat ja andere Zahlen sind, hat er sich gedacht, ich nehme einfach den letzten Samstag im Monat. Ist natürlich in den Arsch gekniffen, wenn der Monat 5 Samstage hat, dann muss er einmal eine Woche länger machen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass einmal im Monat, also da gibt es ja so eine Art Prohibition in Gambia, und einmal im Monat kommt dann so ein Frachter mit Alkohol und der wird dann an diesem Samstag ausgeschenkt und da ist ja auch ein Fahrverbot, weil sie dann abgezogen sind. Sind die alle breit in den 4 Stunden? Alle komplett breit, 4 Stunden lang. Das ist nämlich so ein Kurzzeitalkohol, der nur 4 Stunden wirkt. Und Nagellackentferner. Genau, so schön die Acetondröhnung. Und danach läuft es dann weiter. Aceton ist ja der Bruder von Atze Schröder. Ne? Also das werden da eventuell die Straßen ausgebessert? Bitte was? Werden da vielleicht die Straßen ausgebessert? Die Straße, ja. Also das gesamte öffentliche Leben, das heißt, die Geschäfte dürfen auch sein. Geschäfte sind zu, Märkte sind zu, keine Autos fahren, es ist absolut keine Veranstaltung zwischen 9 und 13 Uhr. Ja? Das ist jeden Samstag so und deshalb auch am letzten. Ach, nee. Achso. So, und wenn du 4 Stunden nichts machen kannst, kommt dir das doch unheimlich lang vor, so ein Tag. Deswegen haben die alle 4 Wochen langen Samstag. Da die aber nicht richtig Sachen haben, die sie vertickern können, machen die einfach 4 Stunden gar nichts, dass die Leute denken, boah, war das wieder ein schöner langer Samstag. Also es passiert einfach nichts. Ich glaube. Aber du könntest wenigstens Autos fahren. Ich glaube, es liegt daran, dass jeden letzten Samstag im Monat das örtliche Stromnetz überprüft wird. Da ist nämlich alles noch mit alter Technik und so nicht ganz so zuverlässig. Und diese 4 Stunden brauchen sie, um das Stromnetz zu aktualisieren und auch stehen zu lassen. Einfach so, und dann, weil auch die ganzen Ampeln natürlich nicht funktionieren, wenn kein Strom da ist, ist auch der Verkehr nicht erlaubt.
Also mit dem Auto. Das heißt, von 13 bis 17 Uhr. Von 9 bis 13 Uhr. Das heißt, wenn ich um 8.55 Uhr mit der Herzoperation beginne, hast du ganz schlechte Karten. Dann habe ich ein echtes Problem an der Ich Tag. Glaube, dass in Gambia jeden vierten Samstag im Monat Markttag ist. Ja, aber Markt ist ja auch nicht. Auch geschlossen. Ist kein Markt. Ah, aber Märkte was an alles 9, zu. Ich überlege, das ist so eine. Vier Stunden. Ja, das ist genau die Mittagszeit. Ja. Das ist von 9 bis 13 Uhr? Nein, aber das ist die Zeit, ist in der 12 Uhr drin. Schularbeiten, Hallo? Vielleicht Schularbeiten werden, also die Klausur wird geschrieben von 9 bis 13 Uhr. Und damit nicht so viel geschwänzt wird, will man den Schülern gar nicht erst die Gelegenheit geben, in Schallplattengeschäft zu gehen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es in Gambia ein Schallplattengeschäft gibt. Ich glaube, dass der König in dieser Zeit einfach mal durch die Hauptstadt von Gambia fahren möchte und sich alles anguckt, wie es so in seinem Land so aussieht. Und da der nicht keinen Bock hat, so viele Autogramme zu schreiben, sagen die einfach 9 bis 13 Uhr, findet nichts statt, dann kommt der Onkel schön durch, kann sich alles angucken und dann ab 13:01 Uhr geht da wieder die Party ab. Ich habe noch einen realistischen Ansatz. Ich weiß, dass Gambia einen realistischen Ansatz. Okay. Gambia setzt stark auf Tourismus. Freunde von mir waren vor ein paar Jahren nämlich mal da. Ich weiß das. So, ich könnte mir vorstellen, dass einmal im Monat für die Touristen, die aus dem Westen dort herkommen, da gibt es nämlich ein großes Luxushotel am Gambia-Fluss, sonst im Wesentlichen gar nichts in Gambia, wie meine Freunde erzählten. So, ich könnte mir vorstellen, dass einmal im Monat alle Einwohner. Wie heißen die denn überhaupt? Die Gambas. So, dass die sich dann alle mit einem Lendenschutz bekleiden und so tun, wie das Leben in Gambia früher so war, damit die Touristen sehen, wie das Leben in Gambia früher so war. Ihre Fotos und das kostet dann so $20 und dann schießt man Fotos. No touching. Das würde ich für eine realistische Lösung halten, Herr Balder. Ich glaube, es hat was mit Familienpolitik zu tun. Und zwar möchte man einfach nur, dass die einfach sich mal alle Zeit haben, miteinander zu unterhalten, Mittag zu essen um 12 Uhr, weil das ja zwischen 9 und 13 Uhr liegt. Ich möchte es nur noch mal erwähnen, das wäre zum Beispiel Mittagszeit. Und, aber ich will nicht kleinkariert wirken. Und das ist einfach so ein Ding, wo man sagt, komm, dann könnt ihr mal zusammensitzen, keiner muss arbeiten, ihr sitzt einfach zu Hause, ihr frühstückt, ihr aber esst Mittag. Aber das finde ich klug, Familienpolitik, so vielleicht hat es was mit AIDS-Aufklärung zu tun, vielleicht geht in der Zeit jemand mal mit Kondomen von Haustür zu Haustür und sagt, 4 Stunden Zeit. Guter Plan. Vier Stunden. Ich sag's euch mal, es ist ein Gesetz, das ich sehr schön finde, man sollte es in Köln auch einführen. Okay. Die Regierung von Gambia sorgt per Gesetz dafür, dass in diesen 4 Stunden alle Bürger das Gleiche tun. Nämlich Besen und Putzlappen in die Hand nehmen. Jeder letzte Samstag des Monats ist Cleaning Day in Gambia. Jeder Bürger ist an diesem Tag zwischen 9 und 13 Uhr verpflichtet zu putzen, zu kehren und zu wischen. Sein Haus, sein Grundstück, vor allem aber öffentliche Plätze und Straßen. Deshalb findet in diesen 4 Stunden an jedem letzten Samstag im Monat in Gambia nichts statt, außer Putzen. Nein, cool, tolle Idee. Wenn man das in Köln auch mal machen würde, wäre es hier sauber. Aber das ist ja wie die Kehrwoche in Stuttgart, nur ohne Gesetz. Genau. Exakt. Ja. Ne? Also hier, Werner Allertz aus Gambia. 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr gut. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein paar Fragen zu Hause haben und wissen nicht, wohin damit, kann ich Ihnen anbieten, uns die zu schicken. Ja, ganz egal, ob Sie eine Frage haben, 20, 30, 400, völlig egal. Genial daneben 50 616 Köln. Oder Sie rufen an 0137 18 1120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Annegret Siebert wohnt auch in Köln, ist aber jetzt in Hürth und zwar hier bei uns. Wo ist sie? Annegret, wo sind Sie? Da ist Annegret, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sehr schöne Frage von Annegret. Ich bin sehr gespannt. Es geht um 500 Euro bar auf die Hand, die Annegret eventuell von Zerpel kriegt oder auch nicht. Annegret möchte wissen, was ist ein Scheinwerfersonntag? Da gehen die Banker durch die Straßen und verzeihen ihre Gewinne. Ja, sehr hübsch. Kam lange nicht mehr vor. Scheinwerfersonntag, ja. Ein Scheinwerfer. Das wird einer sein, wo eine Sonnenfinsternis ist. Ja. Und dann spricht man vom Scheinwerfersonntag, weil du eben, wenn du auch morgens mit dem Auto losfährst, direkt die Scheinwerfer anstellen musst. Also das hat mit einem Phänomen am Himmel zu tun, sehr dunkel. Ja. Und deswegen ist natürlich das Problem in Finnland, in diesen langen Internet gibt es dann natürlich lange oder viele Scheinwerfersonntage. Also nicht nur Scheinwerfersonntage. Eigentlich ja, aber in Deutschland kommen die eben nicht so häufig vor. Ich glaube, dass das in Gambia ist. Weil die haben samstags geputzt und gucken sonntags mit dem Scheinwerfer, wo auch alles sauber ist. Ein Scheinwerfersonntag, hat das vielleicht was mit Männern zu tun, die in ihren Garagen basteln sonntags? Oh, nee. Ist er?
Ach, dass es erlaubt ist, vielleicht an einem gewissen... Ach so, dass man sonst den Scheinwerfer nicht einschalten darf, aber an einem bestimmten, da erlaubt man das mal. Ich glaube, der Scheinwerfersonntag ist entweder wieder sowas Meteorologisches, wo nicht überall die Sonne scheint, sondern nur immer an ganz bestimmten Stellen. Das ist dann, also man sieht halt, man hat so einen bewölkten Himmel mit so einem Sonnenloch. Und man sieht dann irgendwie in so einem Feld oder im Wald, sieht man irgendwie die 200 Wanderer, alle in diesem einen, wie die sich so zusammen kuscheln, damit sie Sonne abkriegen. Und dann wandert dieses Loch weiter und die ganzen Leute rutschen. Aber genau dem Scheinwerfer, dem Scheinwerfer der Sonne. So, das ist der große ZDF-Special. Hat es vielleicht damit zu tun, dass... dass sonntags Fahrverbot für LKWs ist und deswegen die PKWs mit ihren Scheinwerfern länger gucken können, weil es nicht an dem LKW abprallt. Das ist eine gute Idee. Ist das ein christlicher Feiertag? Also den, der jetzt nicht mehr gefeiert wird, im 19. Jahrhundert. Ja, für den Heiligen Schein. Können wir spielen ein bisschen. Der damals geworfen wurde, ja genau. Ist der Scheinwerfersonntag, ganz kurz, im Kalender taucht der Mond angezeigt, also die Mondphase. Der Mond wird angezeigt, wieso hat er das gemacht? Ja, der hat falsch geparkt. Ach so. Und der Scheinwerfersonntag ist der Sonntag, wo Vollmond ist, weil im Kalender ist ein kompletter Kreis zu sehen, der aussieht wie ein Scheinwerfer. Und dann spricht man vom Scheinwerfersonntag. Also ich bin jetzt mal so in der Richtung Automärkte oder auch Flohmärkte und ich bin in der Richtung, es gibt ja viele Autoclubs, die gerne Oldtimer haben oder was weiß ich, tiefer gelegte Opel oder so. Vielleicht ist das ein spezifischer Ausdruck von Autofans, die an einem bestimmten Sonntag im Jahr, oder vielleicht gibt es 2, 3 Scheinwerfersonntage, speziell Scheinwerfer tauschen auf einem Markt für eine bestimmte Autosorte. Die tauschen Scheinwerfer. Spezialflohmarkt. Ja. Ich glaube, das hat wirklich was mit Kirche zu tun. Ich bin auch gerade so Mit was? Mit Kirche. Das ist richtig. Ich glaube, so wie Palmsonntag ist dann ein anderer Ausdruck, glaube ich, dass Scheinwerfersonntag einfach irgendwas umschreibt. Das ist wird eine umgangssprachliche Bezeichnung Kar-Samstag oder Ostersamstag, Ostersonntag sein. Ich will ja nicht helfen, das darf ich erst auch nicht, das tue ich auch gar nicht, aber Kirche ist soweit richtig und ich würde mal ganz an den Anfang zurück. Ganz an den Anfang, wer war der erste? Zusammenhang vielleicht geben. Was war das allererste? Mit Bank. Wer hat denn Bank, angefangen? Mit dem Geld, Bank. Da geben die Reichen an die Armen ihre Scheine, die werfen sie an die ganzen Almosenempfänger. Nein, Scheinwerfersonntag ist ein Sonntag, wo besonders viele Scheine im Opferstock gelandet sind. Nee. Nein, so nicht. Es könnte aber sein, dass es ein Sonntag ist, wo vielleicht viel. Was könnte der erste? Ah, Moment, vielleicht ist das ein Sonntag, wo der Pope, Entschuldigung, der Pfarrer, wer immer, sehr viele Scheine im Klingelbeutel gefunden hat, weil da besonders Reiche glauben, mit viel Geld hätten sie einen besseren Sünden erlassen. Nein, es könnte aber sein, vor Weihnachten, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo besonders viel gespendet wird in der Kirche. Zum Beispiel, es ist alles soweit richtig, aber noch nicht auf dem Punkt. Also es geht um Geld, was auf jeden Fall bei einer Kollekte eingesammelt wird. Und aber warum heißt das Scheinwerfersonntag? In dieser Kollekte sind halt sehr viele Scheine drin. Warum? Weil ich glaube, dass entweder die Leute vorher Geld gekriegt haben. Das ist nach dem ersten. Es könnte nach dem ersten sein, wo Leute Geld bekommen haben. Aufruf für Spenden für Miserio oder sowas. Nein. Warum sind da Scheine drin? Weil die aus dem Urlaub kommen und dann die ganzen Scheine aus Portugal, Spanien und dann kann der Pfarrer aber an der Bank die tauschen. Es ist viel einfacher. Weil kein Kleingeld mehr da. Entweder die haben kein Kleingeld mehr. Weil die haben nur einen Kreis und keinen Schlitz im Opferstock. Nein. Also es ist ja ein Phänomen, dass nicht immer so viele Scheine sind. Warum sind die gerade an diesem Sonntag, warum sind da so viele Scheine in der Kollekte? Warum sind überhaupt Scheine? Warum? Weil das der erste im Monat ist. Und nein. Hat er gesagt. So. Weil er gesagt hat, ich möchte keine Münzen klappern hören. Richtige Antwort. Jawohl. Ja. Stellt euch vor, Sonntagmorgen in der Kirche Gottesdienst, egal ob katholisch, evangelisch, völlig wurscht, der Geistliche bittet die Gemeinde heute keine Münzen, sondern nur Scheine in den Klingelbeutel zu werfen. Im Volksmund ist das ein Scheinewerfersonntag. Mit solchem Geld kann zum Beispiel die Kirche eine neue Orgel kaufen. Zum Beispiel. Da sagt der Pfarrer, bitte heute keine Münzen, bitte nur Scheine. Das nennt man Scheinewerfersonntag. Das gibt's. Das heißt, Annegret, es tut mir wahnsinnig leid. Hätte ich nicht gedacht. Aber das haben sie dann doch mit Mühe und Not. Hallo. 8 Jahre Messdiener, Entschuldigung. Das reicht's ja wohl. Aber hast du jemals von einem Scheinwerfer-Sonntag gehört?
Nein, das natürlich nicht. Hast du auch immer mit einem kleinen Messweinchen unterm Altar rumgeschwänzt? Wir haben es natürlich probiert. Wir haben auch, damals war ja Esspapier, haben wir für ein paar Pfennig immer gekauft. Aber da gab es günstigeres Esspapier, was aber auch dann rund war und Hostien hieß. Aber wir probierten natürlich dann auch nach dem Dienst. Gab es dann auch ein Messweinchen? Auch dieses wurde probiert, ja. Mehr möchte ich nicht sagen, aber ja, danke. Zumindest besonders hohen Traubenanteil. Ach ja. Entschuldigung. Wir gehen nach Kirchberg. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Dort wohnt Kerstin Weigert. Und Kerstin Weigert möchte wissen, was ist eine Fitnessschnecke? Ich bin eine Fitnessschnecke. Wir beide wissen es. Wir glauben zu wissen. Weißt du genau, welches? Ich bin definitiv. Das ist auf jeden Fall, wir beide wissen, es ist ein Gerät. Ein Gerät. Und zwar, ich habe zum Beispiel mir auch mal beim Lidl oder so ähnlich irgendwas gekauft. Das ist so ein Gerät, so eine runde, schneckenartige Vorrichtung, zwei Griffe links und rechts. Man kniet sich hin und schiebt die jetzt hin und her. Bringt gar nichts, geht sofort kaputt, kostet 19,99 Euro oder so und steht bei mir auf dem Speicher. Das ist auf jeden Fall ein Gerät, womit man Übungen machen kann, was so ein bisschen aussieht wie eine Schnecke. Da kann man sowohl Bauchübungen als auch andere Übungen machen und deswegen heißt das so. Das ist falsch. Danke sehr, schönen Abend noch. Ja, also der Anfang war richtig, der Rest war falsch. Also es ist ein Gerät. Es ist ein Gerät. Es ist ein Gerät. Es gibt doch so eins, vielleicht für die Hand. Das ist halt etwas kleiner, dass man nicht den Bauch trainiert, sondern man trainiert einfach die Handmuskulatur. Ja. Und dann macht man einfach nur... Es gibt doch ein Gerät, das ist nicht wie ein Expander, das ist, hat aber zwei Griffe, wie am Fahrrad. In der Mitte ist es rund und dann kann man Wutschke mitmachen. Was kann man mitmachen? Das haben Sie jetzt unterm Schreibtisch, holen Sie es raus. Wutschke. Na bitte! Er holt es raus! Holen Sie es raus! Oh Mann, nein! Mississippi, holen Sie es raus! Holen Sie es raus! Holen es raus! Ich habe ein bisschen Angst, dass er was anderes rausholt und dann behauptet, das sei eine Fitnessschnecke. Lass! Das ist keine Fitnessschnecke, das wäre dann ein Koloss. Aber Sie hatten schon gesagt, dass es ein Gerät ist, ja? Und wir sollen Ihnen jetzt genau erklären, wie das aussieht. Ich möchte gerne wissen, was eine Fitnessschnecke ist. Ihr müsst es mir ja nur erklären. Ach so, könnte es auch sein. Es könnte natürlich ein Hüpfball sein, der oben so zwei lustige Hörnchen dran hat, wo man sich festhält. Diese aussehen wie die Fühler einer Schnecke. Sie wissen ja, was eine Schnecke sagt, die auf einer Schildkröte sitzt. Hui! Hui. Genau. Ich glaube, das könnte ich mir zu fest machen. Ist das süß! Kannst du denn nicht? Kannst du nicht? Ehrlich nicht? Also ist sowas, wo man sich draufsetzen kann, sich hält sie an diesen beiden Füßen. Ja, ist klar. Und dann hui. Ich habe schon mal gedacht, es ist vielleicht eine Art Rucksack, aber er sagte ja schon Gerät. Weißt du, ich dachte beim Bund, die müssen ja viel mit Rucksäcken, so wie eine Schnecke ihr Häuschen geschultert hat, müssen die ja viele Kilometer abreißen. Aber das ist doch das aber er sagt ja, es ist ein Gerät. Das ist es, wenn man um die Schultermuskulatur zu trainieren, kannst du doch so Dinger so runterziehen, die mit einem Seilzug Gewichte bewegen. Ja. Und weil das so aussieht wie, ich bleibe bei den Fühlern, könnte man sagen, Fitnessschnecke. Was sieht denn daran aus wie eine Schnecke? Mein Gott, ich habe irgendwas in mir ausgedacht gerade. Hol es raus. Oder es ist einfach dieses Gerät, das man zum Bauchcrunchen benutzt. Also ja, gibt's ja immer so ein... Benutzt du ja nicht, ne? Oder? Also, ja, ich crunch nur in die falsche Richtung. Das ist das Problem. Ich sitze immer verkehrt rum drauf. Ich habe hier hinten ein Sixpack, kannst du mal fühlen. Das stimmt. Er hat den ganzen Sixpack, der ganze Kästen. Ich habe einen Sixpack hier. Andre, wir wollen ja mal wissen, wie das Ding aussieht. Ich möchte wissen, was eine Fitnessschnecke ist. Ist eine Fitnessschnecke vielleicht sowas wie... eine ohne Rosinen. Also ein großes Gerät, würde ich jetzt sagen. Von dem kleinen Sommer. Ein großes Gerät, wo man irgendwie... Wie groß ist denn? Ja, so. Ja, kommt hin. Ja, so. Und da muss man immer so hin und her machen. Und das heißt deshalb Fitnessschnecke, weil man das auch langsam betätigen kann. Okay, oder es heißt Fitnessschnecke, weil... Wie war das jetzt? Habe ich nicht verstanden. Warum heißt das jetzt Schnecke? Weil man es langsam betätigen muss sogar. Schade, ich dachte, wir wären da dran, aber Sie haben einfach nur nicht verstanden. Das heißt, in Schnecke gibt es natürlich auch diese Mechanik, wie im alten Ägypten, um Wasser aufwärts zu transportieren. So eine Art Spirale, dass das zum Beispiel den Widerstand darstellt in diesem Fitnessgerät. Dass man bleiben wir mal dabei, wie groß ist es? Wie groß? Das hatten Sie ja eben gesagt. Wie sieht es aus ungefähr? Schwarz.
Ich würde sagen, wie ein aus Metall, Schneckenhaus. So wie hier die Farbe. Ja, wie, der, wie ein Schneckenhaus. Also die Farbe ist mir jetzt egal. Man sitzt und hat gestreckte Beine. Aha. So, dann greift man vor sich ja. und zieht. An wem? Angriffen. Weil wenn man an den Beinen zieht, rollt man rückwärts Richtig. Runter. So. Und das Ganze ist, das Seil zum Beispiel, ist aufgerollt. Wo sind die Griffe? Rechts und links. Nein, oben und unten. Wegen der Schnecke. Und dann macht man immer so. Ja? Ja. Und das Seil ist so rund aufgewickelt. Welches und Seil? Ja, das Zugseil. Ist da ein Zugseil? Ja, aber sowas von. Ich sage sogar ein ICE. Ist da auch eine Zugbrücke? Da ist auch eine Zugbrücke und um 12 läuten die Glocken. Natürlich. Und wenn man. Und dann du musst das Fenster zumachen, sonst kriegst du Zug. Natürlich. Ja. So, also, so sieht das Teil aus. Ja. Das ist völlig verkehrt. Also die Größe bezieht sich Schnecke, so. Es gibt bezieht sich denn Schnecke, das Schnecke in dem Fitnesskraft, ja. darauf, dass sich ein Seil, ein mechanisches, ein elastisches Seil, eben schneckenförmig wieder zusammenrollt? Nein. 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 Also es hat was mit dem Gerät zu tun? Nein. Oh. Es gibt Rudergeräte. Es hat damit was zu tun, dass man es langsam ausüben muss, weil man sonst... Nein. Aber es hat damit zu tun, dass man die Körperform einer Schnecke annimmt. Zum Beispiel. So weit der Bauch das zulässt. So. Zum Beispiel. Ja, aber welche Körperform hat eine Schnecke? Die liegt auf dem Boden. Nicht nur. Was macht eine Schnecke noch? Die Brütike. Was macht sie noch? Die geht in das Häuschen rein. Zum Beispiel, was macht sie noch? Die hinterlässt viel Schleim. Ja, aber was ist eine Schnecke kann auch so. Ja. Genau, rauf und so runter. Kann sie doch alles machen. Ist das ne? so eine Art, also nicht Röhrenrad heißt das nicht, so ein rundes Ding, da spannt man sich so ein und kann um alle Achsen sich Ach, drehen. Ach, wie so ein Aero-Trim-Geding da, wo du so in alle Richtungen nicht drehen kannst. Ich behaupte ja, es gibt gar keine Fitnessschnecke, das ist nur so ein Begriff, den man in der Redaktion macht. Eine Schnecke macht einfach so Halbfettsalat. Schnecke kann überall so rein. Ach so, weil die auch, ist das ein Gerät, wo man sich drauflegt und dann fährt man über Rasierklingen, ohne sich zu schneiden? Ja. Es könnte ein Teil sein, wo man das ist praktisch wie eine Art Bank, wo man einfach mehrere Übungen drauf machen kann. Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ihr seid ja nahe dran. Ja. Ich zeige euch das Teil jetzt und dann entscheiden wir hinterher, ob ja oder nein. So, wir haben nämlich eine junge Dame, die Jill, und die bringt das jetzt mal rein, die Jill kann das nämlich und zeigt man, was man mit dieser Fitnessschnecke alles so machen kann. Das ist eine Fitnessschnecke, so sieht das aus. Ei Schnecke. So. Das ist die Fitnessschnecke, Leute. So, Jill, dann zeig das mal. Also. Die einen kann man natürlich hochkant nehmen. Was kann man denn so machen? Zeig einfach. Mach einfach. Ja, mach einfach. Boah, wenn ich die Schnecke sehe, bin ich ganz schön aus dem Häuschen, du. Wenn ich jetzt noch eine sexistische Bemerkung in der Runde höre, dann rat mir das aber in den Karton. So, was noch? Was kann man noch machen? Da kann man noch Bauchübungen drauf machen. Bauchübungen, okay. Aber Sie helfen mir jetzt, warum das Schnecke heißt. Ja, na klar. Also deswegen. Das schmiegt sich auf jeden Fall schön am Rücken. Ja, ja. Okay. Das schmiegt sich so. Ja. Hella, das kannst du ja mal zu Hause nachmachen. So, also. Haben wir nicht. Gut. Also das ist eine Fitnessschnecke. Jill, vielen Dank. Ja, da waren wir aber kilometerweit entfernt. Ihr wart kilometerweit entfernt. Deswegen würde ich vorschlagen... Dankeschön, Jill. Ja, genau. Also, Kerstin Weigert aus Kirchberg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Fitnessschnecke, schön, ne? Schön. Ja, nee, waren wir nicht. Und das kann man doch wahrscheinlich auch als Sitzgelegenheit dann auch benutzen. Das kann man auch als Sitzgelegenheit benutzen. Wenn man zu Hause im Wohnzimmer damit rumturnen kann, man danach auch... Aber man kann es auch vor die Tür legen, dass sie nicht zuknallen. Das Problem ist nur, weil... ja. Dann hat man aber Zug. So, bevor ich die nächste Frage stelle, kommt die Werbung. Erholen wir uns ein bisschen von der Schnecke, meine Damen und Herren. Wir machen eine kleine Werbepause und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis dann. Kommen zurück, wie man so schön sagt. Wir gehen jetzt mal zu René Schmollack. Er wohnt in Potsdam, meine Damen und Herren. Und René Schmollack, jetzt bin ich gespannt. Es könnte schnell gehen, es könnte lange dauern. Ich weiß es nicht. René Schmollack möchte wissen, was ist ein Wandspieler? Ein Wandspieler? Ein Maurer, der seinen Job nicht ernst nimmt. Was? Ein Maurer, der seinen Job nicht ernst nimmt. Es gibt ja leider viel Spielsucht. Und der Wandspieler wird derjenige sein, der nur an diesen Automaten sein Geld verdient.
vergeigt, die in Kneipen hängen. Okay. Es gibt Leute, die beim Sport, Tennishallen, die sehr klein sind, aber man spricht beim Wandspieler, entweder beim Tischtennis oder beim Tennis, von einem Spieler, der sehr defensiv spielt und immer sehr weit hinter der Linie oder hinter der Platte steht. Mhm. Und deswegen, weil er von hinten immer die Bälle zurückbringt, deswegen sagt man, der steht an der Wand, also der Wandspieler. Soweit falsch. Wie wär's denn beim Squash? Ein Wandspieler ist jemand, der ums Verrecken immer nur über mindestens 3 Wände spielt, bevor es vorne die Kante trifft, die Ecke trifft, die gerade Seite, also die Front trifft. Ich muss gerade überlegen, wie rum der gefaltet ist, mein Squashkorb. Wandspieler, den ich im Keller habe. HiFi-Gerät, 70er Jahre. Meine Mutter, die hatte einen Wandspieler, der stand unten, war über an der Wand befestigter Kleinplattenspieler mit so einer Box, die gleichzeitig als Deckel dient und aufgeklappt werden konnte. Ja. War über der hellblauen Wickelkommode übrigens, die noch unten im Waschkeller stand, als ich 10 Jahre alt war. Und ich habe auf diesem Wandspieler das erste Mal Elvis Presley gehört. Wow. Das war am Samstagvormittag, nachdem ich einen Fußgängerzonenbummel gemacht hatte, kam wieder. Nein! Oh. Es war Hound Dog. Und ich, und ich dachte, boah, die Pubertät beginnt. Bei wem jetzt? Bei Elvis? Bei mir? So. Nee, Moment, du warst auf dem Wickeltisch und dachtest, meine Pubertät. Ja, Pub ist schon da. Da war ein Boning ungefähr so groß wie sie jetzt. Und deshalb trägt... So. Wolltest du das auslösen? Ich entschuldige mich, er war größer. Ist ein Wandspieler ein Graffiti, ein Graffiti-Künstler? Er ist ein Wandsprayer. Aber was ist denn es gibt doch diese Sportart, wo die Jungs... Bleiben wir mal beim Sport. Ja, es gibt doch diese Sportart, wo die Jungs ständig diese Vertikal-Obstacles da... Diese Hindernisse bewerkstelligen. Das heißt, die laufen ganz schnell gegen eine Wand, laufen 1-2 Meter hoch und dann wieder runter. Sie sollen, glaube ich, beim Sport bleiben, weil das komplett falsch ist, oder? Nee, richtig, richtig. Sondern ich führe euch doch nicht in die Irre. Nee! Das wäre das erste Mal. Parkour heißt es. Parkour. Genau, das ist das deutsche Wort. Das ist es aber nicht. Stimmt, Wand hochlaufen, so ein scheiß Sport, aber wahrscheinlich im Sport wiederum was, wo man jetzt gar nicht drauf kommt. Dressurreiten zum Beispiel. Sagt man, ich sag einfach mal Dressurreiten. Wandspieler, das ist ein Tier, das dazu neigt, sich in Richtung Werbebande zu bewegen, weil es Angst vor der großen runden Fläche in der Mitte des mit Sägespänen ausgelegt ist. Für ein Dressurreitpferd eine schwere Eishockey. Das ist einer der ständig... Nee, er wollte doch was sagen. Ja, Entschuldigung, ich hab... Die Lippen haben sich so langsam bewegt. Das ist bei mir immer so, ich bin alt. Die haben sich auch nicht bewegt, die sind einfach runtergefallen. Er hat ausgeatmet. Nein, eingeatmet. Nein, vielleicht eine kleine Hilfe. Ja, gerne. Der Wandspieler ist sich vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst, dass er ein Wandspieler ist, weil er selber vielleicht das Wort gar nicht kennt. Ist das vielleicht beim Handball... Das Wort wird, glaube ich, eher von anderen Leuten benutzt. Denke ich mal. Abschätzig. Also es ist auch nicht Billard über Bande. Es ist auch nicht Billard über Bande und es ist auch nicht ein Ballspiel, wo eben gerne sicher auch Menschen wie eine Mauer ums Tor bei einem Freiwurf oder so. Das könnte so sein, das ist nicht schlecht. Also, das könnte ein Wandspieler, könnte einer sein, der so defensiv spielt, damals Catenaccio, die eine Mauer vom Tor aufbauen und da steht wie bei eine welchem Wand. Sport wären wir denn? Fußball wären wir natürlich. Fußball ist gut. Ja, ja. Catenaccio. Genau. Also jemand, der hinten wie eine Wand, könnte auch ein Torwart sein, der seit 8 Spielen keinen mehr reingelassen hat. Sie sagten ja gerade, dass der Spieler es am Ende selber gar nicht weiß oder was? Ich glaube, dass 99, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, dass 99,9% alle Fußballer, kein Fußballspieler weiß, was ein Wandspieler ist. Aber deswegen habe ich ja gesagt, entweder es geht schnell oder nicht. Wir sind wirklich beim Fußball. Wir sind beim Fußball. Ist es denn vielleicht so, dass es eben Fußballer gibt, die wie vor einer imaginären Wand einfach nicht weiterlaufen in den Strafraum des Gegners, sondern immer wieder zurücklaufen? Oder hat es was mit Abseitsfalle zu tun? Weder noch. Sagen wir es mal so, in der Sporthochschule Köln. Ja. Die Trainer, die dort ihren Trainerschein machen, ja, die werden das gelehrt bekommen, was ein Wandspieler ist. Wir wissen, was ein Wandspieler ist. Ist ein Wandspieler vielleicht ein Spieler, der einfach nicht abgibt, der immer halt alleine spielt, natürlich immer gegen eine Wand von Gegnern? Nicht schlecht. Es könnte jemand sein, der gerne einen Kontakt spielt, der eben den Ball direkt klatschen lässt, wie eine Wand. Also man spielt Gegner, der lässt mit einem Kontakt spielen. Das könnte ein Wandspieler. Ach, es könnte einer sein, in einer Spielform gibt es einen Spieler, der mit einem Kontakt spielt, der vielleicht ein rotes Leibchen hat, der hat nur einen Kontakt, darf also, muss direkt wieder abspielen. Deswegen ist das der Wandspieler, das stimmt. Im Training, das wäre dann der Doppelpass. Nee, ja, Doppelpass ist ein Kontakt. Das ist so gelten, richtig. Ja. Ah! Richtig. Ja. 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 Ja
Wir sehen es häufig im Fußball. Bei Angriffen wird ein sogenannter Doppelpass gespielt. Das heißt, der angreifende Spieler spielt einen anderen Spieler an, rennt derweil weiter und der nimmt den Ball gar nicht an, sondern schießt ihn sofort. Dieser Spieler wird als Wandspieler bezeichnet. Ja. Die Trainer wissen, dass die Spieler Der alte Mann hilft heute so nicht. Nein, ich helfe gar nicht. Fußball kommt von ihm. Ich glaube einfach, dass ihm heute Abend die gewürfelten Leberwurstbütterchen gut geschmeckt haben. Ich habe diesmal die Kruste abgemacht. Das hat ihm gute Laune gemacht. Was hat mir gut geschmeckt? Die gewürfelten Leberwurstbütterchen. Im Heim. Es wird für dich, alter Mann, es wird immer besser für dich. Auch bei Überraschungseiern. In jedem siebten Eisen, Hörgerät mit dabei, es wird alles. Warte mal ab, Junge. Hallo. Gut, also. Wandspieler haben wir abgehakt. René, es tut mir wahnsinnig leid, gibt leider kein Geld. Mandy Bartsch. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Die SCHT, SCH? Nee, TSCHT. Bartscht. Mandy Bartscht kommt aus Jahnsdorf, liegt in Sachsen. Mandy? Ja. Klar. Bartscht. Klar. Und Mandy möchte wissen, was ist der sogenannte Ofentrieb? Ofentrieb? Ja. Wenn's heiß hergeht. Oh. Das hat was mit Pflanzen zu tun. Ja. Die treiben nur aus, wenn es schön lecker warm ist. Genau, sowas wie Vergeilung. Also im Keller werden Knollen... Wie für was? Vergeilung. Wenn jetzt eine Kartoffel also sprost, ohne den Einfluss von Licht, dann gibt es diese langen, weißen Sprossen, die aus der Knolle herauskommen. Ja. So, wenn man jetzt Knollen in der Nähe eines Ofens lagert... Dann verfaulen die. Ofentrieb. Ist vielleicht ein Ofentrieb ein Trieb am Baum, der innen hohl ist? Wie ein Ofen. Was ist denn kennzeichnend für einen Ofen? Ein Rohr. Ein Rohr. Richtig. Danke. Genau da war ich nämlich auch. Es gibt doch in der Tierwelt sehr viel wuschige Tiere in der Brunftzeit, die ihr Rohr überhaupt nicht mehr einfahren. Nein. Weißt du? Gibt's sondern der ganze Dach. Ja. Böse Müll. Das ist der Ofentrieb. Da spricht der wie schön, dass Sie das sagen vor uns. Ja, wer soll es denn sonst sagen? Böse Müll. Was auch immer das heißt. So, der Jäger spricht... Hösemüll. Hösemüll. Ja, also der Jäger spricht vom Ofentrieb, wenn der Hirsch das Rohr überhaupt nicht mehr einfährt, Herr Walder. Gib mir einen Ofen. Auch hochgestellt ist. Der Hirsch übrigens auch umgekehrt. Ich glaube, der Ofentrieb ist einfach die thermische Entwicklung innerhalb eines Ofenrohrs, die zum Beispiel Dampfmaschinen antreibt. Wohin denn? Also zum Beispiel den Kolben in dem Zylinder. Aha. Warum denn? Ja, weil durch die heiße Luft natürlich diese Ausdehnung entsteht, die dann den Kolben antreibt. Also durch den Dampf. Apropos heiße Luft. Okay. Das ist ja aber genau. Ofentrieb. Aber so im kleinen Rahmen. Also Ofentrieb, das kann ja nur so ein Beiprodukt sein. Also wenn man jetzt eine Hütte heizt mit dem Ofen, entsteht ja Wärme. Vielleicht gibt es ein kleines finnisches Spezialgerät, das man jetzt seitwärts an diesen Ofen anschraubt. Wahrscheinlich in Lappland. In Lappland, mit dessen Hilfe man mit einer kleinen Schnittmaschine Lappen herstellen kann zum Beispiel. Aber heiße Lappen. Die man dann aber heiße nicht wegwerfen kann. Genau. Danke, Herr Balder. Bitte schön, Frau. Der Ofentrieb. Ist der Ofentrieb. Ist das vielleicht, geht es hier um Wärme, um Luftzirkulation? Weil an einem Ofen treibt es ja die Luft quasi nach oben, aufgrund der Wärme. Und der Ofentrieb ist hier zum Beispiel Kaltluft, die hereingesogen wird. Oder es ist über dem Dach ein bestimmter Wirbel, der entsteht. Weil warme Luft nach oben steigt. Absolut was richtig. Mit der steigenden Bewegung und Unterdruck und so weiter zusammen. Könnte ich Ihnen jetzt erklären, würden Sie eh nicht verstehen, wenn es nicht draufsteht. Was denn mit Bäckerei? Hefe geht auf, das ist der Ofentrieb. Wenn man die den Hefeteig zum Beispiel unter den Ofen erstmal schiebt, da ist es nicht wirklich heiß, aber 30 Grad. Sie gucken schon so auf die... Ja, ich habe auch das gute Zeichen. Hier, das ist jetzt gut, Bäckerei. Ob er das schon gelten lassen kann. Weiter? Achso. Also weiter. Ich bin da. Das ist gut. Ja, der Ofentrieb. Der Ofentrieb ist die Ausdehnung einer Backware im Ofen. Lass ich so gelten. Yeah! Also, jetzt wieder aufgekommen, sehr geil. Wenn ein Fachbegriff aus dem Bäckerhandwerk, wenn Teig unter Zuführung von Hitze fest wird, dann spricht der Bäcker davon, dass der Teig getrieben wird. Und da dieses gewöhnlich im Ofen passiert, nennt er diesen Vorgang Ofentrieb.
Und ich habe gedacht, es hätte mit Kühen und Alm zu tun. Dass die Kühe schnell runtergetrieben werden von der Alm, weil die Hirten kuscheln am Ofen wollen, weißt du? Wunderschön. Mandy, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Ihr Lieben, das war's schon. Das ging ja schnell. Herrlich. Wie viel habt ihr? Viel, wir haben viel. Viel heute, ne? Viel Leute, sehr gut. Viel Erfahrung, sehr interessante Sachen. Ja. Auch sehr intelligente Menschen heute. Also hinter euch jetzt mal. Ja, ja. Das war's. Ja, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.